Ja, herzlich willkommen, werte Formel 1 Freunde, zu den neuesten News hier aus der Welt der Formel 1. Ja, heute am 15.03. und vor wenigen Sekunden ist auf jeden Fall schon mal das dritte freie Training zu Ende gegangen. Und ja, der große Regen bis jetzt blieb bis jetzt noch aus. Allerdings gab es mal wieder einige Fahrer, die wirklich enttäuscht waren, einige Fahrer, die wirklich gezeigt haben, was der Wagen drauf hat. Und ja, ich denke mal, wir fangen erstmal an mit den vielleicht nicht so tollen Sachen, und das ist Lotus weiterhin. Lotus hat weiterhin Probleme. Romain Grosjean war gerade mit 4 Runden keine gezettelte Zeit, da gab es immer wieder irgendwelche Probleme. Ja, und Pastan Maldonado kam er gerade auf 15 Runden, aber war der vorletzte im Gesamtfeld mit 5,3 Sekunden Rückstand. Ja, genauso ähnlich nicht so gut lief es bei Esteban Gutierrez und Valtteri Bottas. Bei Valtteri Bottas ist mal gerade 2 Runden gefahren, genauso wie Esteban Gutierrez. Und ja, bei Valtteri Bottas wird auf jeden Fall ein Getriebewechsel vorgenommen werden. Das bedeutet also Strafplätze nach hinten. Ich glaube, 5 an der Zahl waren das, 5 Plätze nach hinten, also am Ende der Qualifikation. Und ja, vorne weiterhin dominant Mercedes. Nico Rosberg war der Beste am heutigen Tag mit 1:29.375 und war damit sogar knapp 1,4 Sekunden vor Jenson Button, Fernando Alonso und auf Platz 4 nur Lewis Hamilton, der allerdings keine wirklich gezeitete Runde auf seinem Softreifen hingekriegt hat. Immer wieder Fehler drin gehabt in der schnellen Runde und dadurch seine Zeit noch mit dem Mediumreifen bestehen geblieben. Daniel Ricciardo auf der 5, auch mit einer 1:30.9, genauso wie Nico Hülkenberg mit einer 1:30.9. Kimi Räikkönen auf der 7 mit 1:31.156. Ist allerdings auch nur 12 Runden gefahren. Und Ferrari allgemein mit am wenigsten gefahren im dritten freien Training. Kevin Magnussen auf der 8 mit 1:31.2. Auf der 9 Sergio Perez mit 1:31.665. Und auf der 10 Felipe Massa 1:31.723, der besonders häufig gerne, so wie viele andere Fahrer, auch Probleme in Kurve 9 und 10 hatten. Da waren viele Fahrer abseits der Strecke. Das liegt wohl noch immer so ein bisschen an der technischen oder elektronischen Bremse hinten. Allerdings denke ich mal, wird das im Verlaufe des Wochenendes immer weiter ausgemerzt werden und wir werden die Fahrer immer weiter perfekte Runden fahren sehen. Auf der 11 Daniel Kwiat 1:31.9, nur auf der 12 Sebastian Vettel. Das lag aber auch daran, dass der auch nicht mit seinem Softreifen eine vernünftige Runde hingekriegt hatte. Ansonsten denke ich mal, hätten wir ihn vorne bei Jenson Button und Fernando Alonso gesehen, denn der Softreifen war nochmal knappe 1,5 bis 2 Sekunden schneller als gegenüber dem Mediumreifen. Jean-Éric Vergne auf der 13, 14. Jules Bianchi, 15. Adrian Sutil, 16. Kamui Kobayashi, 17. Max Chilton. Also KTM ist heute mal zum Fahren gekommen bei beiden Fahrern. Kobayashi hat die 107%-Regel geschafft. Markus Eriksson nicht, der ist 19. und damit letzter mit 1:36.1. Allerdings hat die FIA wohl schon bestätigt, dass jeder Fahrer zum Rennen zugelassen wird, auch wenn er die 107%-Regel nicht schaffen sollte. Und ja, das war es erstmal hier mit dem dritten freien Training. Wir sehen uns nachher wieder nach dem Qualifying. Und bis dahin sage ich einfach mal ciao, ciao.